mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir die letzte Prüfung jetzt abschließen. Und ja, alle dringen und wir haben keine Zeit und so weiter. Das weiß ich natürlich. Aber ich habe was ganz anderes gesehen. Wenn wir nämlich die Quest mit Ominous jetzt machen, sollen wir wohl den Avada Kedavra erlernen. Und ich bin ganz ehrlich, den will ich auf jeden Fall haben. Deswegen hole ich mir den nochmal schnell vor der Prüfung und ich bin echt gespannt, Sebastian, was das hier wird. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht! Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Ja, aber er hat mir ja gar nichts davon gesagt. Und nein, er hört nicht auf mich. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Okay, ich gehe dann doch mal wieder. Inferi mag ich nicht so. Genau wie die Spinnen nebenbei bemerkt. Revelio. Als wir das letzte Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Das war, glaube ich, nur um die Sachen raus. Nee, da müssen wir... Ach, hier. Nochmal das Gleiche machen. Ja, mein Revelio. Gott. Ihr mit eurem Power trinken, ihr könnt mich doch mal. Den nehmen wir schon mal mit. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir da... Waren wir das schon mal oben? Normalerweise Revelio. Ja, ne? Weil das ist ja die gleiche Kammer. Ja, okay. Wieso hat die das jetzt nicht genommen? Hallo? Ach so, ja, weil ich keinen Powertrank mehr. Ja, ja, ja. Okay, dahinter ist nichts. Ich sollte mich vielleicht wieder auf Kampf einstellen, wenn ich schon so viele Inferium sind. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne. Oh. In der großen Halle. Ja, dann. Kein Thema. Confringo. Confringo. So, hier ist nichts hin. Steh doch nicht immer im Weg rum, Ominous. Ganz ehrlich. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht, da kommt noch ein Inferi. Wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Nach links oder nach rechts? Ich denke mal nach links, oder? Ja, hier sind sehr viele Gegner. Ich denke mal, wir sollen nach links gehen. Zuletzt waren hier nicht so viele Inferi. Und keine Spur von Sebastian. Mann, weich aus. Super.
Weiß der eigentlich, wie viele Fähre hier sind? Warte, bitte, mal gefragt. Nein, ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi? Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte, zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und das erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Revelio. Okay. Wie vorsichtig ich sein kann, kann ich aber nicht ja, mit Sicherheit sagen, weil wenn da wirklich so viele Inferni sind. Oh, so, hier sind auch schon wieder welche. Das ist ja heftig hier. Revelio. Ist hier noch was? Oder. Weil da hinten ist irgendwie. Sieht so komisch aus. Aber da waren wir doch, meine ich, schon mal drin, oder? Wir sind doch hier überall durchgelaufen. Ach, das war das. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, dann können wir auch wieder zurück. Wir müssen ja jetzt nicht mehr jede kleine Ecke hier erkunden. Ich will nur natürlich jetzt nichts übersehen. Also auch in diesem Teil jetzt nicht mehr. Deswegen... So. Das ist die Tür, die ich damals Moment, da ist noch etwas, was wir einsammeln können. Das ist wieder neu. Ich wollte gerade sagen, will sie aber nicht einsammeln. So. Puh. Also vermute ich mal, dass ich den Avada Kedavra wahrscheinlich von Sebastian bekomme. Behaupte ich mal. Revelio. Ja, dann mal einfach rein. Kann ich den wieder nicht. Jetzt. Jetzt, wo ich nicht mehr kann, oder was? Oh. Revelio. Okay. Zumindest sind jetzt hier nicht mehr so viele wieder aufgetaucht. Oh, da ist immer noch eine Spinne. Wo müssen wir denn hin? Das wissen wir nicht so genau, ne? Also normalerweise würde ich sagen, immer den Inferio. Dings hinterher. Inferi, so. Die wären jetzt hier. Diese Inferi wirken überhaupt nicht kontrolliert. Revelio. Nein, du sollst darauf gehen. Confringo. Revelio. Okay, aber hier habe ich jetzt nichts Neues zufällig geöffnet, sondern das war einfach so. Ich denke mal, ich muss dann hier rechts rein. Da glaube ich eben auch welche, ne? Ja. Cool, das ist nur eine Kammer.
Nee, da ist es wohl doch eher nicht. Okay. Wir versuchen es. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir kamen da runter, glaube ich. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, sonst hätte ich mir die Dinger hier nämlich schon geschnappt. Hier ist es auch schwarz. Ja, da war... Ach, da oben ist er. Ja, ja, ja. Die bleiben jetzt da oben. Ach so, das ist so eine Treppe. Ach. Nee. Hä? Ach, das war wieder diese Sache mit den... Ja, 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 ja. Aber dazu brauche ich doch die. Ach, hier. Moment, sind da wieder welche drin? Ja, sind sie. Okay, perfekt. Ja, ich weiß es. Ja, ja. Das muss man noch rausziehen. Und den. Falls da auch noch was ist. Okay, da ist nichts. Sebastian! Was machst du? Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat, aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relikt! Das Relikt! Ja, super. Das wirst du büßen! Nein, wieso ich? Du einfach sein, genau. Wo ist er hin? Da. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Avada Kedavra!
Frieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Bleib stehen. Sebastian, sitz, Beifuß. Sebastian, mehr? Warte. Da sind auch noch Spinnen. Die magst du doch auch nicht. Müssen wir denen jetzt durch die ganze Höhle folgen? Ich meine, gut, immerhin zeigt er dann, wo es lang geht, ne? Aber Sebastian, komm, du wolltest doch nicht einfach so laufen ohne Konversation. Rede mit mir. Ich weiß, was du getan hast, du halt, Scheiße. Sebastian, aber es war warte. Eine Reaktion. Okay, das entschuldigt natürlich nichts. Sebastian, bleib stehen. Du entfernst dich immer mehr. Ich bin nicht so schnell. Noch ist er da. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Nee, jeder nicht, nee. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen aber uns du später wolltest mir den Fluch noch beibringen. In Ordnung? Nein, das ist nicht in Ordnung. Du musst mir den Fluch noch beibringen. Da stand drin, dass ich den als Belohnung bekomme. Sebastian, du Arsch. was heißt später in der Krypta? Heißt das jetzt? Kann ich da schon mal hin? Oder, hallo? Er ist einfach wegteleportiert. Das ist nicht nett, Sebastian. Ich sollte doch den Fluch bekommen. Ja, und wie kriege ich den jetzt? Das finde ich nicht nett. Nati? Poppy? Ja, und die ist jetzt weg. Oder wie? Ich bin verwirrt. Nur weil ich gesagt habe, niemand sollte den Fluch kennen. Das heißt ja nicht, dass ich den nicht kennen möchte. Aber jeder sollte den Fluch kennen, ist natürlich Schwachsinn. Sie hätte sagen sollen, bring mir den Fluch bei, egal wie scheiße und unverzeihlich er ist. Das hätte ich verstanden. Aber es kann ja nicht sein, dass man den Fluch jetzt nicht beigebracht bekommt, nur weil man ja jetzt hier was anderes gesagt hat, oder? Das wäre ja total lächerlich. Ja, da wir jetzt nicht wissen, wann er uns jetzt wiedersehen möchte, werde ich jetzt mal den Tag und die Nacht, sage ich mal, einmal durchgehen. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass es funktioniert, verabschiede ich mich schon mal und sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.